Hallo liebe Kaffeefreunde, nachdem wir die Kaffeestation und die Milkstation zusammen aufgebaut haben, können wir uns jetzt die gängigsten Kaffeespezialitäten zubereiten. Espresso, Café Lungo, Cappuccino, Latte Macchiato oder auch nur ein Huppenkaffee, kein Problem mit dieser wunderschönen Kaffeebar, die wir nun haben. Um mit dem Aerocino arbeiten zu können, lösen wir ihn von der Fahrtstellung, wo er mit den Gurten gehalten ist, los und nehmen ihn nach vorne neben die Kaffeemaschine. Nun haben wir auch Bewegungsraum, um an den Wassertank der Kaffeemaschine ranzukommen. Die können wir ganz leicht herausnehmen und füllen. Wenn beengte Platzverhältnisse da sind, kann man auch sehr schön mit einer Wasserflasche auffüllen, wie wir es jetzt hier nun tun. So. Nun schalten wir die Geräte ein. Wir wollen uns natürlich jetzt auch einen leckeren Milchschaum machen. Dazu nehmen wir dann die Milch, füllen bis zum Strich ein. Und während der Milchschaum gemacht wird in dem Aerocino 3, machen wir uns einen Espresso zum Beispiel. Sehr lecker, sehr lecker. Nun, während der Milchschaum produziert wird, können wir uns zum Beispiel auch einen Latte Macchiato machen. Dazu kann bei den Maschinentypen hier das Topfsieb aufgeklappt werden. So, nun ist unser Milchschaum fertig. Nun können wir hier eingießen. Können eine neue Kapsel einlegen. Und nun ist ein herrlicher Latte Macchiato mit festem Milchschaum, wie wir hier sehen, fertig, um genossen zu werden.
Ich finde, wenn man unterwegs ist, hat man sich einen schönen Kaffee verdient. Und wenn man denn so eine wunderbare Ausstattung hat, in seinem Wohnwagen, in seinem Mobilheim, im Wohnmobil oder im Boot, ist es eine Freude, sich mit so einem Kaffee zu verwöhnen oder auch seine Gäste. Da wird gestaunt, dass man solche Dinge zubereiten kann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es würde mich freuen, wenn Sie meinen Shop besuchen würden unter www.jap-24.de und wünsche Ihnen viel Spaß mit Ihrer Kaffeestation und mit der Milkstation. Vielen Dank. Tschüss.